So, da ist es nun, das gute Stück. Habe ich noch nichts dran gemacht, auch nicht reingeschaut, gar nichts. Ich drehe gerade das erste Mal an dem Knopf hier, lass den mal schön in Mittelstellung. Die Skala lässt sich auch, da war mal kurz ein Haker, lässt da wieder. Auch ein bisschen, aber das ist, glaube ich, das Getriebe, was da drinne vielleicht ist, was da so ein bisschen oder irgendwas hat Schlupf. Es fühlt sich also auf jeden Fall hier da klack etwas komisch an, geht sehr stramm. Das ist doch das Geräusch, was du hören wolltest. Ja, also, so schaut es von vorne aus. Fabrikationsnummer M941-15, ein Karo 510. Bisschen angestaubt oben. Ist aber nicht schlimm. Der sehr wahrscheinlich dazugehörige Deckel fehlt leider. Aber bis jetzt habe ich auch noch keins gesehen, was mit Deckel gewesen wäre. Hier war mal ein Aufkleber wohl drauf. Der wurde entfernt. Sehr wahrscheinlich, damit keiner weiß, wo es herstammt. Oder der Kleber hat nicht mehr gehalten. Die Oberseite schaut so aus. Optisch von außen betrachtet ist das Gerät ja noch relativ schick. Das sind Putzsachen, würde ich sagen. So. Da will ich aber auch erstmal reinschauen. Wie es denn sich innen drin so verhält. Bevor wir da drin schon mal einen großen dicken Kondensator finden. Hoffentlich natürlich nicht. Welcher sowieso schon dicke Backen hat, dann braucht man da gar keine Spannung drauf geben. Weil ich hatte heute schon Rauch. Das ist eigentlich... Eigentlich wäre jetzt ganz was anderes an der Reihe gewesen. Das geht dann jetzt erstmal auf Halde. Wäre mal schön, wenn mal wieder was vielleicht von Anfang an funktionieren würde. So. Auch sehr schwer. Ja. Das Gehäuse tue ich mal auf Seite. Bevor mir das vom Tisch fällt und die Kinder tot und Bett aus dem Bett fallen. Ist
Ist da was Riskantes dran? An der Stelle nicht. Gut, eine 6SN7. Eine 6SN7 ist diese hier. Und die kleine schwarze eine 6H6. CHC 6H6. So, Oliver, was brauchst du denn? Was möchtest du gerne sehen? Das Gerät sieht für mich zumindest optisch erstmal unverbastelt aus. Ich sehe da keine wilden Lötstellen erstmal. So auf den ersten Blick. Die Kerne sind alle noch verwachst im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gucke ich mal, ob das tatsächlich hier irgendwie ein Getriebe drin ist. Ich habe das Gerät ja auch das erste Mal hier offen. Was da so ein komisches Feeling beim Drehen, Abstimmen gibt. Ja, man hört das sogar ein bisschen. Da auch wieder. Ja. Man hört es auch ein ganz kleines bisschen. Das kann ich mir noch nicht erklären, woran das liegt. Hier auf diese Anzeige hat jemand handschriftlich Karu irgendwas draufgeschrieben. Moment, ich versuche das mal richtig rumzumachen. Karu M941 Schräger 15. Kann ich nicht so wirklich lesen. 29-362. Ah, ich glaube, da wurde vielleicht vermerkt, wann das Gerät justiert wurde, geprüft wurde, geeicht wurde. Das scheint der 29.03.62 zu sein, der 30.03. Da kann man die hintere Jahreszahl nicht mehr lesen, aber ich glaube auch 62. Dann war das Gerät vielleicht mal in der Revision und das sind dann die Namen dazu. Vielleicht gibt es die ja noch, die Menschen. Sei ihnen gegönnt. So, von hier reingeschaut. Gucken, ob ich da dann sehe. Und das Gerät so komisch. Ja, komisch weiß ich nicht. Ist das bei dir auch so, dass das hier so an der einen oder anderen Stelle. Ja, es hakt irgendwie. Also irgendwas passiert da, aber ich sehe nicht was. Ob ich da jetzt mal vorsichtig Spannung drauf gebe. Ich gehe erstmal gucken. Den Elko, den ich da sehe. Dort ist ein Elko verbaut. Mit einem schönen Rosenthal Widerstand. Die sind doch richtig schön noch, ne? Da ist er. Die finde ich schön. Diesen Schriftzug. Den sehe ich gerne, der gefällt mir. Ich finde ihn wirklich optisch schön.
Dann gleich riecht er. Ich gehe mal eben kurz, wie gesagt, an den Elko. Mal zu schauen, ob ich da irgendwie einen Schluss feststelle oder was. Aber wenn ich ja Glück habe, ist das nicht der Fall. Bin ich mal gespannt, wie das Gerätchen mich da weiterbringt. ,7 Mikrofarad, sagt er. Ein Bosch-Kondensator ist es. Einen anderen Messbereich, sagt er dann. Das war eben 200 Mikrofarad Messbereich, jetzt bin ich in 20 Mikrofarad. Da sagt er dann 4,14. Ja. Und verweilt dort aus. Das war übrigens dieses komische Teil hier. Kuriosität. Gibt es dann vielleicht oder gab es schon ein Video zu. Aber ich glaube erst, das kommt dann noch, wo ich da mal so ein bisschen mit rumgemessen habe und dann noch mich gewundert habe, dass es bei diesem kleinen Betrag, was es gekostet hat, noch so gute Ergebnisse liefert. Nichtsdestotrotz gehe ich aber jetzt auch noch mal mit dem anderen ran, wenn ich denn die richtigen die sind es nämlich nicht. Habe ich doch mir gleich gedacht. Warum probiere ich es dann überhaupt noch? Dann nehme ich halt die hier. Ja, das macht natürlich jetzt unter Umständen nicht so viel Sinn. Aber vielleicht ist es ja anders, als ich mir das gerade denke. Das kann ja durchaus sein. So, der geht auf den grauen. Der graue geht hier hinten hin. Na, der will da nicht drauf. Jetzt aber. Da messe ich so wahrscheinlich nee, der ist es nicht, den ich da messe. Ich gehe davon aus, dass da ein Widerstand dazu geschaltet ist. Aus. Ja, ich glaube, ich wage es. Langsam rantasten. Das Gerät ist ja dieses Mal offen. Von dem her sieht man es schneller qualmen. Als bei dem anderen. Wo das auch relativ schnell gequalmt hat. So. Da ist mechanisch, stützt es sich schön ab. Kommt nirgends dran. Einschalten. Und dann kriegt das Gerätchen jetzt mal ein bisschen Spannung.
Halt. So. Lass mal immer ein bisschen atmen. Sehen tut man nichts diesmal. Bin gespannt, ob man das nachher. Ach ja, alles gut. So, wir sind relativ stabil, was die Stromaufnahme angeht. Es gibt Leute, die sagen dann, lass ich eine komplette Nacht durchlaufen. Ja, ich will aber heute Nacht schlafen, deswegen. Sehr gut. Das zu machen. Aber dann müsste man ja auch rein theoretisch daneben hocken und warten, schauen, was denn da passiert. Die ganze Zeit. Weil sonst bringt es ja nichts. Knappe 110, um die 110 Volt. Ja. Die zwei Messinstrumente ist natürlich so ein bisschen ein Stilbruch, ja, ich weiß. Alles gut. Ich werde aber versuchen, da was zu ändern. Ich gelobe Besserung. Es ist halt immer noch so, dass die Unterschränke zu meiner tollen Wackelarbeitsplatte immer noch nicht fertig geworden sind. Hat viel mit Arbeit und aber auch Krankheit zu tun. Weil wenn man ein kaputtes Knie hat, dann sollte man nicht sich hinhängen und Schreibtisch unter oder Tischunterschränke bauen, Schubladen bauen, was auch immer. Besorgen, kaufen, könnte auch passieren, ich weiß es noch nicht. Kaufen kann man schnell, aber dann habe ich wieder nicht das Maß, was ich eigentlich haben will. Und ja, alles irgendwie. Ich schau mal. Man beißt sich da so durch. Ich habe nämlich eine sehr atypische Höhe für die Arbeitsplatte gewählt. Entspricht aber in etwa tatsächlich dem Ellbogenmaß bei mir. Warm wird da noch nichts. Die Stromausnahme ist auch völlig in Ordnung für den Bereich jetzt. Da kommt die Anzeigeleuchte. Endlich mal eine, die funktioniert. Ja, lass man sich mal ein bisschen warm laufen, oder? Ich suche schon mal ein Exemplar zum Vermessen. Mit Absicht. Keiner verlässt den Saal.
blöder Spruch, ich weiß. Schon öfter. Auf die Schnelle habe ich hier zwei Stück. Wenn ich jetzt frevelhaft mit zu langen Kabeln eigentlich anschließe, weil die kurzen, sowas Kurzes muss ich mir noch basteln. Hab ich doch, die sind relativ kurz, die nehme ich. Mikrofahrt. Ja, der Zeiger bewegt sich schon mal. Okay. Das scheint hier nicht ganz zu stimmen, oder? Hier geht's ab dem Punkt los. Ich gucke jetzt hier quasi um die Kamera drumherum. Ist ein bisschen blöd. Hier auf der Skala steht jetzt bis 1100, 100 bis 1100, 1000 bis 11.000. Jetzt kommen wir in den Mikrofahrradbereich bis 0,11. Von 0,10 bis 11 Mikrofahrrad. Ja, hier steht er aber auf 0,1. Und hier kriege ich auch kein Maximum hin. Ach, ich bin ja auch. Hallo. sorry. Ach nee, bis 1,1, nicht bis 11. Jetzt bis 11. Und ich sagte doch, der hat 5. Und der fiebt schön vor sich hin. Sind wir deutlich daneben. Weil hier wäre 5. Und ich verstehe das ja so, dass der Zeiger halt auf Minimum abgeglichen werden muss und nicht auf Maximum. Weil auf Maximum kriegt man ihn ja schnell. Wenn man hier einfach hochdreht, dann hat man Maximum. Und außerdem steht ja hier messen, suchen.
Und jetzt, er braucht wohl so seine Zeit, bis er richtig warm wird. Kommen wir der Sache doch schon näher. Ja. 4,9. Was höher. Außerdem hat er gerade mal 200 Volt zur Verfügung. Ja, er braucht seine Anhaltszeit. Jetzt haben wir fünf, fast fünf. Das wäre ja super, wenn das tatsächlich so ist. Und ist eigentlich schade, dass hier nicht auch noch ein paar Striche sind. So, da haben wir das Maximum. Und ja, ich glaube, ich drehe mal so ein bisschen. So, jetzt ist 5. Nein, alles gut. Ist natürlich jetzt 4, irgendwas. 4,95 oder so. Gut, das wäre der erste. Und dann nehmen wir mal den Kandidaten hier, wo der wohl her ist. Ich gehe erstmal hier mit der Spannung runter. Angeklemmt ist er. Jetzt gehen wir in den Bereich. 0,1 bis 1,1 Mikrofarad. Und ich drehe mich mal so ein bisschen auf, weil das ja eben schon relativ gut gepasst hat. Will ich doch hoffen, dass es da auch so ist. Drehe mich da mal so ein bisschen hin. So, ich mache mal wieder eine Gesamtansicht. Da haben wir den Zeiger. Ein Mikrofarad. Ja, ich würde ja mal sagen, da habe ich doch mal ein bisschen Glück gehabt. Zumindest in dem Bereich. Das heißt ja noch lange nicht, was er in dem anderen Extrem macht. Wir sind ja jetzt ziemlich weit oben. Mit 5 Mikrofarad und 1 Mikrofarad. Und wir können ja runter bis 100 Pico oder 0, irgendwas Picofarad. Ich mache die Spannung wieder weg. Ja, niedrigste ist 0 bis, also 5 Pico bis, ja. Habe ich jetzt gerade nichts zur Hand in der Ecke. Muss ich dann nachreichen irgendwann, wenn mir einer über die Ohren fliegt. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, schaue ich jetzt auch eben. Ist jetzt zwar ein bisschen Spielerei, aber wir haben doch Zeit. Ich muss das zwar alles noch irgendwie verwursten und zusammenschnipseln und hast nicht gesehen.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, weil ich habe ja keine Frequenz dazu. Und das dieses Messgerätchen hier auch nicht aus der Ruhe bringen. Damit kann das Messgerät gar nichts anfangen. Das ist Schätzung, weil ich weiß ja jetzt nicht, welche Frequenz da rauskommt, ne? Was er da gerade rausschmeißt. Dazu müsste ich das Oszi dranhängen. Aber das mache ich ein anderes Mal. Das ging jetzt erstmal nur darum, dass man sieht, was Sache ist. Ich werde das jetzt auch nicht richtig zuschrauben. Falls da noch Nachfragen kommen, kann ich da gerne noch Detailbilder bieten. Währenddem gucke ich mal nach Schaltplänen dazu. Das war jetzt quasi ein Aufruf, ne? Ich hoffe, die entsprechenden Leute haben das richtig verstanden. Oliver. Ja. Ich habe gerade so einen Hustenanfall. Ich weiß auch nicht warum. Alles gut. Ja, schön. Freue ich mich. Freue ich mich. Da freue ich mich. Muss ja auch mal was gut sein. Spannung runter. Steckerchen raus. Gerät zumindestens. Ja, doch, ich schraube es ein bisschen zusammen, damit es nicht auseinanderfällt. Doch, das sollte man machen. Ich habe schon genügend Geräte rumstehen, die keine Gehäuseschrauben haben im Moment. So, habe ich es wieder zusammen. Eben schauen. Das hier so einfach so wegzuwischen ist. Ja, ich glaube ja. Ein bisschen einweichen lässt vielleicht. Es wird auf jeden Fall weniger. Das wird auf jeden Fall ein bisschen weniger. Ja. Das ist eine kleine Macke, das ist aber nicht schlimm. Ist ja schließlich kein neuwertiges Fabrikgerät. Das geht weg. Sehr schick. Lager, Flecken, Staub, Kaffee. Naja, also so ein bisschen dreckig ist es ja schon, ne? Alles gut.
war schon in der Lehre derjenige, der am liebsten oder sehr gerne seine Maschine geputzt hat. Weil eine anständige Maschine braucht auch eine anständige Wartung, damit sie anständige Arbeit oder das macht, was man ihr sagt, beziehungsweise was man vorhat, wenn man dann weiß, was man da machen kann, machen muss, dann ist das immer gut, wenn man eine vernünftige, saubere Maschine hat, eine anständige. Perfekt. Ist es noch nicht, aber zumindest schon mal so ein bisschen auch da oben, ne? So ein bisschen da. Sehr schön. Ja. Man hätte vorher da staubsaugen sollen. Da gibt es gar nichts zu meckern, das ist einwandfrei. Jetzt nur darum zu prüfen oder zu schauen, ob das überhaupt abgeht, und das tut es, und das ist gut. Das ist alles gut. So, also wie gesagt, wenn dazu noch Fragen sind, dann mache ich das Gerät nochmal auf und dann schauen wir mal auf Detailansichten oder so. Es fiept ein bisschen beim Abstimmen, das wird aber normal sein. Im hörbaren Bereich natürlich. Ach, für mich noch hörbaren Bereich. Ich bin ja älter. Das war's dann erstmal. Fällt mir gerade im Moment nämlich weiter nichts zu ein zu dem Gerät. Außer, dass es schick ist, finde ich. Ciao!